Wann warst du das letzte Mal in der Kirche? Wann war ich das letzte Mal in der Kirche? Ich glaube, bei der Beerdigung von meiner Mutter. Ja, so ein paar Jahre, ja. Ja. In Kirchen gehe ich jetzt. Kein regelmäßiger Kirchengänger? Nee, ich denke, es hat immer so ein Rückzugsort, es hat einen Ort der Stille. Ja. Und ich denke, auch in der Kirche singen hat sowas von Meditation. Aber ich finde, die Religion ist was Persönliches. Ich finde, jeder baut sich seine eigene Religion zusammen. Und das finde ich auch wunderbar. Und es wird immer dann problematisch, wenn man anfängt, andere bekehren zu wollen. 13 Nummer 1 Alben in über 4 Dekaden und dabei immer am Puls der Zeit. Herbert Grönemeyer ist eine Instanz in der deutschen Musik. Und ein Interview mit ihm, für mich als Bochumer, etwas ganz Besonderes. Einfach aus dem Fenster. Du bist dieser Loriot-Sketch, kennst du den? Ja. Ich mach nichts. Ich mach nichts, ja. Ja. Oder geh doch mal raus. Ja. Nee, ich mach dann wirklich, also ich freue mich wirklich, wenn ich da nur sitze und nur irgendwo in die Gegend starre. Oder setze mich ein bisschen und klimper ein bisschen am Klavier rum oder so. Ja. Aber ansonsten kann ich wunderbar, also ich bin an sich relativ ungestümer Zeitgenosse. Ja. Also relativ nervig zu ertragen. Früher war das ganz schlimm, als wenn ich in die Schule kam, haben die alle gesagt, oh Gott, jetzt kommt der schon wieder. Sehr gut. Aber ich weiß, dass ich immer mehr so Pausen einbauen muss. Mhm. Und das mache ich auch. Hilft das? Wie ist das mit, ich meine, auf Tour fühlt man sich ja auch groß. Man kriegt ja super viel Anerkennung, also überschwänglich viel. Und man hört ja auch immer wieder, dass Künstler, gerade junge Künstler auch, die Zeit nach Tourneen schwer verdauen können. Ist ja wie mit Sportlern ähnlich, wenn die ihre Karriere beenden. Wie bist du in deiner Karriere mit diesem Moment auch immer umgegangen, um den auch mental einfach gesund zu verarbeiten? Ja, nun würde ich sagen, dass ich nicht dauerhaft mental gesund war in meiner Karriere. Weil ich glaube schon, also speziell als meine Karriere losging in den 80ern, da ging das ja von 0 auf 5000. Ja. Und wenn du dann 90 Konzerte nacheinander spielst und jeden Abend, wir wussten dann zum Teil schon gar nicht mehr, wo wir sind, wir haben auch jede Nacht durchgemacht. Und da kommst du schon ans Fliegen. Da denkst du schon natürlich irgendwann, wenn du nach Hause kommst, hier kommt jetzt jemand ganz Wichtiges nach Hause. Ja.